VIP Stage Talk. Hallo und herzlich willkommen an der Berufsmesse Zürich 2021 an der Berufswahl Stage. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast hier, nämlich den Arthur Honecker, Journalist und Autor. Hallo. Hi. Mir geht's gut, geht's bestens. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ich war vor ein paar Jahren mal hier und da war das alles noch Radio. Und wie ich sehe, ein ziemliches Update. Mhm. Jetzt haben wir umgeschaltet auf Video, was momentan auch besser ankommt. Ich habe eine Frage, nämlich zu der Berufsmesse. Hier kommen ja ganz viele Jugendliche hin und Eltern, um sich zu erkundigen über die Berufe. Wie sah es bei dir aus? Wie kamst du dazu, Moderator zu werden? Du, also Moderator, das kam so mehr wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe das nicht wirklich in dem Sinn geplant gehabt. Journalist hat sich ergeben, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach gerne Geschichten erzähle natürlich, dass ich gerne schreibe und dass ich mich interessiere für das auf der Welt, was auf der Welt passiert. Also, und dann war so quasi, die Schnittmenge ist logischerweise im Journalismus. Und dann habe ich zuerst angefangen mit Printjournalismus und bin dann erst später zum Fernsehen, habe dort Beiträge gemacht und das Moderieren, das kam erst Mitte 30. Hat sich dann so ergeben, dass das auch noch was wäre. Wie hat sich das ergeben? Die haben mich gefragt. Nein, ich war zuerst Korrespondent, ein paar Jahre lang. Ich war fast 8 Jahre lang in den USA, in New York und Washington. Und hatte dort schon sehr viel on camera, also so, da macht man halt mehr so Analysen und Einschätzungen von aktuellen Ereignissen. Und als ich dann zurückkam, war die Frage, ja, 10 vor 10, könntest du dir das vorstellen? Und ich dachte, okay, versuche ich es mal. Und seitdem bin ich dort. Kannst du dich an deinen ersten Auftritt erinnern? Ersten Auftritt vor Kamera oder bei 10 vor 10? 10 vor 10. Oh ja, ja, ja. Das war ganz schlimm. Also ich würde es mir, glaube ich, heute auch nicht mehr anschauen, ehrlich gesagt. Niemand nachschauen, erste Sendung ist verboten. Weil man ist natürlich wahnsinnig aufgeregt. Also das Herz schlägt wirklich bis hier oben. Und man kann dann auch nicht wirklich sich selber sein. Was schwierig ist, weil das ist ja eigentlich das, was bei dem Job die Authentizität ausmacht. Man kann dann authentisch auftreten, wenn man sich wohlfühlt und entspannt ist. Und da ist man beim ersten Mal garantiert nicht entspannt. Aber ich war einfach froh, dass die Sendung irgendwann vorbei war und dachte, okay, gut, ist das gemacht, von jetzt an kann man lernen. Ist denn irgendetwas bei der ersten Sendung passiert, wo du dir denkst, das hätte nicht so passieren sollen? Erste Sendung war ich so angespannt, dass fast keine Fehler passieren. Ich glaube, ich habe mal in die falsche Kamera geschaut, das ist so Klassiker, oder? Weil man hat immer so ein rotes Licht drauf. Und dann irgendwann, ja, okay, habe auch nicht wahnsinnig viel Proben gehabt, also habe ich dann, glaube ich, mal in die falsche Kamera geschaut. Das war aber auch nicht so wirklich schlimm. Die gröberen Schnitzer oder die Sachen, die mich ärgern, kamen dann später. Ja. Das wäre? Ja, so zum Beispiel, sehr schwierig war natürlich mal, als das ganze System, der Teleprompter ausgefallen ist. Also ich schreibe ja meine Texte den ganzen Tag und dann sind die am Abend auf dem Teleprompter, aber man hat nicht wirklich Zeit, sie auswendig zu lesen. Zu lernen, also sie kommen dann und man sollte sie dann so verfolgen und dann lief das ganze System nicht mehr, dann musste ich das alles ab Blatt machen, so quasi wie in den 80ern, so hallo, das ist so. Und das war schon sehr, sehr ungewohnt, eine ziemlich unangenehme Situation. Wie kann man sich das vorstellen für die Leute, die nicht wissen, wie es hinter den Kulissen läuft? Habt ihr dann einen Monitor, wo der Text läuft und ihr liest es dann mit? Genau, also wir schreiben die Texte alle selber. Das ist eben auch wichtig, damit man die eigenen Worte benutzt und nicht jetzt irgendwelche Sprache von Nachrichtenagenturen einfach wiedergibt, sondern da auch eine persönliche Note mit einbringen kann und die entsprechende Gewichtung. Und wir proben das dann kurz vor der Sendung, meistens so etwa 20 Minuten vor der Sendung, schauen wir es uns nochmal an. Aber die laufen dann auf dem Teleprompter, weil in der Zwischenzeit man nicht wirklich Zeit hat, das alles auswendig zu lernen. Und dann liest man es in einer Art, ja, aber eigentlich liest man es nicht wirklich, also man sollte es eigentlich denken. Man sollte die eigenen Gedanken nochmal haben und sie dann auch so wiedergeben, wie man sie sich gedacht hat. Weil wenn man wirklich abliest, dann merken das die Leute auch. Das merkt man bei ungeübten Leuten, dass man da häufig sagt, ah, was ist das für ein komischer Duktus, wieso reden die so und so. Weil sie dann halt effektiv das lesen und nicht denken. Das habe ich mir eben noch gedacht, deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich habe nämlich eine von deinen Sendungen gesehen und da hast du
auf den Monitor hinter dich geschaut. Deswegen habe ich mich gefragt, liest du das jetzt ab oder weißt du schon, was kommt und kennst du den Text schon auswendig? Aber ich glaube, das macht einfach die Übung aus. Ja, mit der Zeit dann, wenn man, jetzt habe ich ein paar hundert Sendungen gemacht und dann hat man die Routine zu sagen, gut, ich weiß ja, da hinten steht der Text, den ich heute Nachmittag geschrieben habe. Ich drehe mich um, ich erzähle mal noch ein bisschen was Freestyle, gerade wenn es etwas hat hinten bei mir auf dem Screen, wo ich sage, das ist interessant, dann ist ja nur natürlich, dass ich sage, hey, hallo, da, schaut mal hier hin. Oder? Und wenn ich dann so sage, da hinter mir wäre dann noch irgendwas, ist auch nicht, je länger man es macht, desto entspannter wird man dabei. Apropos dem, was ist der Unterschied zwischen deinem Auftreten jetzt und dem Auftreten ganz am Anfang? Ja, sicher, also dass ich viel entspannter bin, dass ich mich wohlfühle. Ich würde sagen, das Studio ist jetzt doch so ein bisschen so eine Art Wohnzimmer geworden. Man weiß so genau, wo was ist. Es ist auch schon wirklich fast alles schief gegangen, was schief gehen kann. Also dass ein Beitrag nicht kommt, dass man zu früh abbrechen muss, dass es irgendwelche Korrespondentenschaltungen mit Verzögerung von 5-6 Sekunden, also man hat alles schon erlebt und findet dann, ja, was kann da noch passieren? Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und nach der Pause kommen wir zurück und ich werde wieder auf diesen Punkt zurückkommen, denn das klingt interessant und vielleicht noch lustig für die Leute, die irgendwann mal Moderator werden wollen und es mal nicht so nach dem Schnürchen läuft. Berufswahl Stage wird realisiert von den Lernenden von Content Makers.